Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic 3. Und wir machen weiter. Steht was über Alchemie. Ich hab's immer noch drauf. Bin ich gut oder bin ich gut? Da vorne sitzt die nächste Gruppe. Der Vorteil, den mir diese Battles hier gerade bringen, sind ganz einfach. Ich kriege Stärke dazu. Und umso stärker ich werde, umso mehr da drüben ist zum Beispiel der Feldherr. Ja, 137. Also man muss da wirklich was investieren. Wehrt mich. Da ist noch eine 1, 2, 3, 4er Gruppe. Dann haben wir den Abschnitt hier komplett gesichert. Ich werde dich zertreten wie einen Wurm. Da! 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 Nein, nicht mein Freund. Alter. Jetzt haben wir aber bis zum Fluss, soweit ich sehen kann, erstmal alles gesichert, oder?
unmöglich. Also die östliche Stadt haben wir gesichert, oder? Ist das Osten? Ich habe keine Ahnung. Also wir sind gut vorangekommen. Wir haben zwei Feldherren komplett zerlegt. Die östliche... Die östliche und westliche Stadthälfte vor dem Fluss ist auf jeden Fall gesichert. Ah, nein! Wo kamen jetzt die Burgwachen her? Hier. So Heiltränke oder sowas wären halt wirklich nicht übel, gell? Oh, alter Freund.
werde dich zertreten wie einen Wurm. Boah, wo kommt er her? Wo ist mein Weggefährte? Das ist echt brutal hier. Aber das kann mir alles kein Händler hier abkaufen. Hier steht was über Alchemie. Also Entschuldigung, wenn ich jetzt wenig rede, aber ich muss mich echt konzentrieren. Gut, in den Zwischenpausen müsste ich eigentlich auch ein bisschen mehr reden. Lieber einmal mehr gespeichert als zu wenig, sage ich jetzt da nur. Ja, den Elite-Krieger, den Kreimer uns jetzt und den Speer. Ah.
Ich hab's immer noch drauf. Hier. Ja, anders komme aktuell komme ich nicht durch die Stadt hier. Ich muss die einzeln alle wegmachen. Ich reiß dir den Kopf ab! Da! Problemlöser. Tch, lass mich mal sehen, wie ein beschissener Held aussieht. Was ist dein Problem, du Spinner? Seit das Schiff die Esmeralda gesichtet wurde, hat hier jeder Idiot nur von dir gesprochen. Du wirst uns befreien, heißt es. Du wirst die Orks zurücktreiben, heißt es. Wir haben hier bisher nur Hunger geschoben, das ist alles, was ich weiß. Ich glaube nicht, dass du die ganze Mühe wert bist, wenn ich dich so ansehe. Der eine kann, der andere nicht. Ich kann. Du nicht. Soll dir dein Spott im Halse stecken bleiben? Kann ich mit dir handeln? Ich bin kein Händler. Ich muss nur dafür sorgen, dass hier jeder satt wird. Wenn du was kaufen willst, dann geh in die innere Burg. Wie kann ich euch helfen? Wir sind von der Außenwelt abgeschnitten, Mann. Wir verhungern. Wir brauchen mindestens 30 Laibe Brot. Jedoch werden wir alle bald vor Entkräftung umkippen, wenn wir kein Fleisch zwischen die Zähne kriegen. Wir brauchen an die 30 Stück gebratenes Fleisch. Verstehe. Verstehe? Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Woher soll ich euch die Lebensmittel besorgen? Hol's doch von den Orks, die da draußen die Stadt belagern. Die scheinen um einiges besser versorgt zu sein als wir. Ja, ich sag mal so. Ja, die 30 Laib Brot und... Abgebrochen.
Abgebrochen. Abgebrochen. Wir sind noch nicht fertig hier mit der Stadtsicherung. Wahnsinn. Was war der dritte Feldherr, oder? Das war jetzt Nummer 3, den wir da oben erlegt haben. 1, 2, 3. Uns fehlt eigentlich nur noch der südliche Teil der Stadt. Also der südliche Teil der Stadt fehlt noch. Boah. Hast du nichts zu tun? Einige Probleme erledigen sich von selbst. Wir brauchen nur noch 1000 EP, dann haben wir's. Willkommen, Retter. Deine Taten sind dir vorausgeeilt. Wieso Retter? Innos selbst sprach zu mir. Er sagte, dass ein Schiff unsere Rettung bringen wird. Ich sandte die Esmeralda aus und sie brachte dich. Wegen deiner Befehle bin ich überhaupt erst in der Barriere gelandet. Und konntest so herausfinden, wer du wirklich bist. Du warst es doch, der den Schläfer besiegt hat und die Drachen von Korinnes. Meine Wachen haben dir lediglich einen Schubs in die richtige Richtung gegeben. Was ist zu tun?
Zweifellos hast du bereits Großes geleistet. Aber wenn wir diesen Krieg gewinnen wollen, dann wirst du noch mehr Großes leisten müssen. Viel mehr. Ich beauftrage dich mit einer wichtigen Mission. Was ist das für eine Mission? Die Orks haben diesen Krieg nur gewonnen, weil Xardas sich mit ihnen verbündet hat. Er hat seine dunkle Macht eingesetzt und unsere heiligen Runen unwirksam gemacht. Jetzt lässt er Ausgrabungen in der Wüste vornehmen. Er sucht irgendwas. Ich will, dass du Xardas aufsuchst. Finde heraus, welche Pläne er verfolgt. Verstehe. Stör mich nicht. Ja, zu wem wollte er hier? Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Am besten du erledigst das. Also ich bin schon mal in der Burg drinne, ja. Ich weiß, dass ich abgekotzt habe und es fehlen uns auch noch ein paar Feldherren. Aber was soll's. Da bist du ja endlich. Ich bin Charybdon, oberster Feuermagier des Reiches. Lass uns keine wertvolle Zeit vergeuden. Wir müssen reden, Ritter. Was willst du von mir? Die Runenmagie, wie wir Magier sie kannten, ist nicht mehr. Xardas hat ganze Arbeit geleistet. Sein Verrat an dem Orden des Feuers ist unverzeihlich. Wir müssen das alte Wissen erforschen und ergründen, wie wir ohne die Hilfe unserer Runen wieder Magie wirken können. Und du musst den Paladinen helfen, wieder einen Weg zur Magie zu finden. Wie komme ich am besten wieder aus dieser Stadt heraus? Ich habe drüben auf dem Alchemietisch einen Teleportstein verwahrt, der dich sicher aus der Stadt bringen wird. Ich habe ihn bisher niemandem anvertraut oder selbst benutzt, da ich wusste, dass du kommen würdest, Retter. Wo ist Xardas jetzt? Du weißt, dass wir schon sehr lange von der Außenwelt abgeschnitten sind, Retter. Wenn jemand seinen Aufenthaltsort herausfinden kann, dann bist du es. Was soll ich für die Paladine tun? Meine Ordensbrüder im Kloster in Nordmar arbeiten an einem Plan. Mit Hilfe sogenannter Feuerkelche soll den Paladinen ihre Magie zurückgegeben werden können. Genaueres darüber weiß ich leider nicht. Ich bin hier schon zu lange eingeschlossen. Es gibt 12 Kelche. Sie sind über das Land verteilt. Finde sie und bring sie nach Nordmar, Retter. Der Paladin Markus versucht schon seit Tagen, dir einen Feuerkelch zu bringen. Markus ist eine treue Seele. Er ist nicht der Mutigste, aber man kann sich auf ihn verlassen. Erzähl mir mehr über die Barriere, die die Stadt umgibt. Man sollte einen Barrierenzauber niemals leichtfertig einsetzen. Wie auch immer. Als die Orks diese Stadt angriffen, hatten wir keine andere Wahl. Die Eigenschaften eines solch mächtigen Zaubers sind sehr instabil und unvorhersehbar. Denk doch nur an die Barriere im Minental von Korinis. Was für eine Katastrophe. Allerdings. Wann werdet ihr die Barriere wieder entfernen? Das wird erst geschehen, wenn die Orks besiegt sind und uns nicht mehr bedrohen. Nur Enos allein weiß, wann es soweit ist. Erzähl mir mehr über das alte Wissen. Die Artefakte des alten Volkes sind überall im Land zu finden. Du musst Artefakte finden, die die Macht der Magie in sich bergen und erlernen, die alte Magie zu wirken. Je mehr du lernst, umso mehr werden auch wir von deinen Erfahrungen profitieren. Dazu bist du noch nicht bereit. Bring mir etwas über alte Magie bei.
Dazu bist du noch nicht bereit. Bring mir was über Alchemie bei. Zeig mir deine Ware. Ich könnte jetzt hier 23.000 machen. 23.000? 26.000? Sechsundzwanzigtausend. Uninteressant. Endlich jemand von draußen. Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben. Willkommen. Lass mich dir meine Waffen zeigen. Kannst du mich das Schmieden lehren? Meine Fähigkeiten halten sich in Grenzen. Meine Fähigkeiten als Lehrer erst recht. Die wahren Meister und Lehrer der Schmiedekunst findest du in Nordmar. Brauchst du für deine Schmiede noch irgendwas? Wir brauchen Waffen. Die Paladine liegen in ständigem Kampf mit den Orks in der Stadt. Ich komme mit dem Ausbessern schon nicht mehr hinterher. Wenn ich 20 Waffenbündel hätte, könnte ich unsere Truppe wieder voll ausrüsten. Ich besorge dir die Waffen. Viele Waffen sind immer noch in den belagerten Gebieten der Stadt. Die Orks lagern dort viele gesammelte Waffen der Menschen, mit denen sie selbst nichts anfangen können. Sie bewachen die Waffen, damit wir Menschen sie nicht wieder gegen die Orks richten. Hier sind deine 20 Waffenbündel. Dank dir. Ohne mutige Menschen wie dich wären wir schon lange verloren. Hier, nimm das von mir als Entschädigung. Zeig mir deine Ware. Geht auf jeden Fall gut ab hier. Vergiss es. Das Ding kriegst du erst, wenn du es dir verdient hast. Wie, der hat 0 Gold?
Zeig mir deine Ware. Tja, das ist ein mächtiges Problem. Ich denke drüber. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Hör bloß auf mit der Scheiße. Irgendwann ist das hat uns gerade noch gefehlt. Hör bloß auf mit der Scheiße. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Richtiges Problem. Ich denke darüber nach. Und es kommt noch schlimmer. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Hör bloß auf mit der Scheiße. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Möglich ist alles. Ich denke drüber nach. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Irgendwann ist auch das vorbei. Das gibt doch nur wieder. Am besten, du hältst dich da raus. Irgendwann ist auch das vorbei. Und es kommt noch schlimmer. Ist das dein Ernst? Irgendwann ist auch das vorbei. Alter Freund. So, Freunde. Der zweite Teil ist damit auch abgeschlossen. Ja, wir hatten ja einen ersten Teil. Wir haben einen zweiten Teil gehabt. Der erste Teil ist damit auch jetzt erstmal abgeschlossen, würde ich sagen. Der zweite Teil, Entschuldigung, nicht der erste, der zweite Teil. Und uns fehlen noch zwei Feldherren. Ich werde jetzt diesmal speichern nochmal und dann in der nächsten Folge geht's weiter. Die Befreiung von Vergard, Vengard, Teil 3. Uns fehlen noch zwei Feldherren. Die müssen wir noch wegmachen. Alles klar, Freunde. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.